Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab und von der Waldorfschule. Guten Tag. Hier ist richtig was los. Hier versammeln sich nämlich gerade die Dorfbewohner und diskutieren ihre Angebote durch. An der Dorfglocke, wenn ich die ist, Leute, dann rennen sie alle ganz aufgeregt weg. Das will ich aber nicht machen. Hier im Bauern, alle sind sie da und diskutieren ihre Angebote. Und sogar hier die Oma, die möchte auch gerne reinkommen. Komm auch rein, Oma. Du bist ja erst rausgegangen, bist Bäuerin geworden, ne? Du kannst ruhig reinkommen. Du kannst auch draußen bleiben. Gut. Wie sie will. Bei mir kann jeder machen, was er will. Die Waldorfschule ist gut besucht und als allererstes möchte ich euch mal zeigen, dass die Krankenstation nicht mehr gut besucht ist. Das heißt, die Krankenstation, ihr seht, die ganzen Leute gehen wieder ihrer Arbeit nach. Hier zum Beispiel als Koch, ne? Als Fleischerneuling. Wie? Du darfst kein rohes Schweinefleisch verkaufen. Das ist illegal, Tim. Das ist total illegal. Huh. Aber wir gehen mal auf die Krankenstation und ihr werdet sehen, hier vorne ist gerade Kaffeepause und hier ist ziemlich leer. Die Dorfbewohner schlafen übrigens in den Betten, liebe Hanabi. Mal sehen, vielleicht blende ich jetzt gerade oben mal das Bild ein, wie ein Dorfbewohner in einem Bett, in so einem Bett liegt und schläft. Das machen die. Ja, total leer. Kaum noch Kranke, also eigentlich gar keine Kranken mehr in Hundsgrab. Hier stehen noch ein paar rum. Was habt ihr? Ach so, ja, ja, okay, die machen gerade komische Geschäfte mit dem Typen mit dem Smaragd an der Schürze. Ja, ja, also alles gut. Das ist da oben die Kaffeepause, ne? Hui, spring mal runter. Hui, ouch. Und jetzt bin ich auch wieder gesund. Und hier steht mein Esel, den habe ich mal geholt, damit ich hier in die Kisten, pass auf, Material einlagern kann. Total gut. Fürs Dach. Denn wir sind schon ziemlich weit. Ich nehme mal passendes Material mit. Wir brauchen auf jeden Fall die Dinger hier. Die Dinger brauchen wir. Dann brauchen wir Glas natürlich. Da werden wir wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr von brauchen. Habe ich hier noch irgendwo noch Sand? Ich hätte auch irgendwo auch Sand. Geschnittener Sandstein. Nein. Das brauchen wir nicht mehr. Okay. Ich dachte, ich hätte noch Sand da. Wir gehen mal hoch. Wir gehen mal hoch. Hier unten sitzt eine Katze. Die habe ich gezähmt. Ja, aber da oben ist noch die viel coole Katze. Die zeige ich euch gleich. Hier unten sind die Gelehrten so halbwegs am Unterrichten. Ne? Ihr seht, überall wird geschult. Hier auf dem Tanzboden ist nicht viel los, weil die Musicbox auch noch nicht fest installiert ist. Ist klar, hier unten steht noch die Werkbank rum. Die können wir eigentlich mal mit hochnehmen. Die braucht hier unten nicht rumoxidieren. Die Treppe habe ich jetzt mal, weil die Hanabi geschrieben hatte, es könnte noch ein Geländer hin. Habe ich jetzt mal mit einem Geländer versehen. Hier oben machen wir dann einfach noch Gras hin. Hier so Büsche. Ah ja, und die Decke ist jetzt mit Laub bedeckt. Das finde ich, sieht auch ganz nett aus. Und eigentlich können wir jetzt direkt hier zur Einweihung das mal wegnehmen. So. Das kann jetzt weg. Und wir gehen mal hoch. Also man kann hier hochgehen. Man kann hier nicht durchfallen. Ne? Man kann hier nur durchsehen. Also hier kann nichts passieren. Können wir eigentlich auch so lassen. Und hier oben habe ich mal so Lernecken hingemacht. Hier geht es nicht weiter. Hier kann man nur auf so einen Balkon rausgehen. Und wir werden jetzt mal hier die Umrahmung fertig machen. Und die Lehrecken gestalten. Ich dachte mir, ich stelle dann hier noch so Pulte hin, dass die Lehrer da sozusagen unterrichten können. Was ich, man kann ja eins hier, eins da hinstellen. Oder hier brauchen eigentlich gar keine Pulte hin, ne? Hier brauchen eigentlich gar keine. Die können sich dann hier so in die Mitte stellen und zu ihren Schülern reden. Und die Pulte kommen hier an die Seiten. So, hier machen wir Pulte hin. Immer so zwischen die Betten dann. Da können sie dann immer nochmal nachschlagen. Wenn sie wollen. Natürlich nur. So. Leerpulte. Leere Pulte sind das hier. Genau. Okay. Soweit so gut. Ich würde sagen, wir brauchen noch Betten. Wir brauchen aber auch noch... Ja, das habe ich da. Wir brauchen noch Scheiben. Scheibenkleister. Moment, da machen wir einfach mal hier die Box irgendwo hin. So, dann kann ich mir noch Scheiben machen, weil wir brauchen jetzt nur noch Halbscheiben, also nur ganz normale Fenster. Und hier kriegen wir ja ordentlich was raus. Ja, ja, das reicht, das reicht. Und es wird auch schon dunkel, na klasse. Da habe ich ja fast nicht mit gerechnet. Da war ja nicht mit zu rechnen, dass jetzt dunkel wird. Wir haben aber genug Betten hier, das heißt, wir brauchen nicht runterrennen und unten schlafen. Ja, Freunde, also, es geht richtig voran hier und es gefällt mir auch richtig gut, wie sich die Schule entwickelt hat. So. Die Entwicklung der Schule ist sehr gut. Hier kommt ja dann im Grunde, kommen hier jetzt nochmal zwei rüber. Hier auch. Und da kommt ja dann schon das Zeug rein, genau. Die brauchen wir nicht.
So, hier kommen wir dann die zwischen. Wir können auch ein bisschen weiterarbeiten. Es ist jetzt zwar, wird langsam dunkel, aber... Na, ihr kennt das ja. In Hunsgrab wird es schnell dunkel. Man kann aber noch weiter seiner Arbeit nachgehen. Das ist überhaupt kein Problem. Denn schlafen kann man sowieso noch nicht. Man kann erst schlafen, wenn es so richtig dunkel ist. Wenn die Glocken läuten, dann kann man sich zur Ruhe betten. Ja, ja. Ja, Freunde, ich muss euch gleich nochmal zeigen, was neu ist. Es gibt immer so viel Neues, weil ich momentan sehr aktiv bin. Das muss ich euch gleich mal zeigen. Also ganz viel neu, aber das auch. Und wenn wir hier mit der Schule fertig sind, dann müssen wir mal gucken, was wir dann als nächstes machen. Wahrscheinlich müssen wir dann tatsächlich schon aufbrechen und müssen den Platz des Drachenkampfes, also das Heerlager, herrichten. Ne? Ich gehe gleich mal pennen, keine Angst. Keine Angst, das habe ich nicht vergessen. Das habe ich nicht vergessen. So, jetzt springen wir mal ins Bett. Ups, ping, ping, ping und gute Nacht. Wir sind alleine, deshalb kann auch nichts passieren. Ach ja, und die Katze, die ist mir hier oben hinterher gespawnt. Und die ist total witzig. Zeige ich euch gleich, sobald ich wieder wach bin. Morgen werde ich ganz schön Muskelkater haben, weil ich mit einem Fichtenholzklotz in der Hand eingeschlafen bin. Guck mal, der hat nämlich ein blaues und ein Klippauge. Und die ist ganz bunt. Schaut mal, ist die nicht schön? Die sitzt hier oben und guckt den Schülern beim Lernen zu. Nicht beim Lehren, das machen ja die Lehrer. Beim Lernen meine ich natürlich. So, hops. So, zack. Oh, hat sogar gepasst. Haben wir sogar hingekriegt, ohne zu sterben. Das ist immer besonders gut, wenn man dabei nicht stirbt. So, jetzt könnten wir ja sagen, wir können hier schon Scheiben reinmachen. Haben wir uns ja einige von gemacht. Ja, es ist immer so ein bisschen so ein Hürdenlauf, was wie viel man im Vornherein baut. Also ohne euch im Grunde. Das möchte ich möglichst gering halten. So, dass wir möglichst viel zusammen machen können, ne? So ist der Plan. Und ihr wisst es, ja, ein Plan. Ja, kennt er. Ich habe, glaube ich, noch Fichtenholz dabei. Haha, wir brauchen wieder nicht runter. Sehr gut. Vielleicht schaffen wir es ja mal in dieser Folge nicht, die ganze Zeit nur durch die Gegend zu rennen. Könnte ja sein, dass wir das einmal irgendwie schaffen. Sorgt ihn auf, macht er nicht. Hops, einmal rübergesprungen. Jetzt gehen wir hier noch hoch. So, zack, dann können hier auch gleich Scheiben rein. Und dann sind wir auch fast schon... na gut. Okay, Moment. Hops. Hops. Wieder nicht. So, jetzt aber. Zack, Scheiben rein. Und hier wieder Holz drauf. Ja, und so kommen wir gut voran. Und dann ist ein altes Gebäude in Hunsgrab hergerichtet worden. Ich habe mir überlegt, was hier von Dach drauf kommt. Ich würde am liebsten halt diese Chorusblöcke nehmen und da halt wie so ein kupfernes Dach drauf machen. Das würde, glaube ich, ganz gut passen. Klar ist jetzt noch eine Farbnuance, die dazu kommt, aber naja. Hunsgrab ist eh bunt. Hunsgrab ist bunt wie ein bunter Hund. Ah, Moment mal, ich muss mal kurz gucken. Ich kann das gleich lesen. Verdammt. Hier. Ja, die Janet Nova. Eins von beiden hat geschrieben. Meine Brille wieder aufsetzen. Unter die Kopfhörer, ist gar nicht so einfach. Er hat geschrieben, ein wandelnder Marktplatz wäre total gut. Oder ein wandelbarer Marktplatz. Nicht ein wandelnder Marktplatz, sondern ein wandelbarer Marktplatz. Wir haben ja mehrere Marktplätze, ihr wisst ja. Und sie hatte gemeint, wenn wir so einen Marktplatz hätten, den jeder immer mal wieder wer anders gestalten kann, das wäre total eine schöne Sache. Und das finde ich auch. Es wäre echt eine gute Sache. Die Frage ist nur, wo man den hinmacht. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen rumgeguckt. Wir haben hinten an dem Pillemann-Haus hätten wir die Gelegenheit, da so einen Marktplatz hinzustellen. So, jetzt haben wir doch ein kleines Problem. Das müssen wir hier entweder einmal zurück oder wir springen auf dieses Bett. Ups. Denn wir haben zu wenig Holz dabei. Wir gehen nochmal runter. Ist ja kein Problem. Hier habe ich überall so Blumen. Was ist das für ein Lied? Was ist das für ein Lied? Gott. Ja, geht ruhig mal nach oben. Oben sind auch noch Räume, Freunde. So ist es ja nicht. Was ist das für ein Lied? Unglaublich. So, die nehmen wir mit, die nehmen wir mit. Haben wir noch irgendwo Fichtenholz? Nö. Erstmal nicht, okay. Wie schon gesagt, am Pillemann-Haus hatte ich gedacht, da könnte man sowas hinstellen, eventuell.
so mal wandeln, dass wir da den Marktplatz, der da ist, der so ein bisschen, naja, der ist nicht so ganz perfekt, dass man den so ein bisschen umwandelt, beziehungsweise wegreißt, eventuell sogar. So, hier nehmen wir jetzt Gerüstteile. Warum habe ich das denn überhaupt dabei? Ach so, ja, das war von dem, genau. Ja, ich weiß wieder. So, okay, jetzt können wir hier hoch. Lalala. Ich mag die neuen Gerüste, die sind total klasse. Diese Musik ist ja, ist sehr leise, Gott sei Dank, und nicht so ganz aufdringlich laut. Es geht also. So, dann kommen hier zwei Blöcke drauf und dann einmal so und einmal so, richtig? Genau, und hier genau das gleiche. Hups. Hier wieder zwei Blöcke. Ja, da könnte man das eventuell machen, müssen wir mal gucken. Aber wie schon gesagt, der Kampf gegen den Drachen steht bevor und wir müssen das Herlager noch bestücken. Das wird nicht ganz einfach. Ich weiß nämlich nicht so recht, was wir da machen. Ich habe gehört, es werden schon Tränke gebraut und sowas. Das heißt, wir müssen im Grunde für die Grundversorgung sind wir zuständig, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, Essen, Trinken, Unterkunft und sowas muss alles da sein für die ganzen 3M-Länder. Und wir sind nicht wenige, das wisst ihr ja. Wir sind nicht wenige. Ich weiß nicht, ob die alle am Drachenkampf teilnehmen werden. Aber zumindest hatte ich mir so gedacht, dass ich für jeden zumindest die Möglichkeit mache, dass er daran teilnehmen kann. Also, dass für ihn zumindest gesorgt ist und er einen Platz findet. Und genügend zu essen, zu trinken und so. Ping! Autsch! Warum hat das jetzt wehgetan? Weil es wahrscheinlich... Dieser Block da oben geht mir übelst auf den Sender. So, eingesammelt. Okay. Das sieht eigentlich schon ganz schick aus, so, ne? Vielleicht könnte man das oben noch irgendwie zumachen. Weil so sieht's aus wie so einzelne Holzfassaden, die hier stehen. Naja, okay. Das Holz wird reichen. Ich sag das jetzt einfach mal so. Und das sind meine Freunde, die Indios. Die spielen wieder ihr lustiges Lied. Ihr fröhliches Lied. Jetzt können wir eigentlich direkt mal hier hochgehen irgendwo. Wir müssen ja nicht immer an den Seiten hochgehen. Wir haben ja mehrere Gerüste. Ist ja nicht so, ne? Es ist ja mal nicht so. Oh, das war jetzt wahrscheinlich schon zu hoch. Macht nichts. Macht nichts. Höhe ist völlig egal. Größe ist egal. So, jetzt machen wir hier mal weiter. Zack. Zack, zack. So und das und so. Ja, die Farm mit den Netherwarzen, die habe ich schon zweimal so halbwegs abgeerntet. Das heißt, ich habe da schon mal ein bisschen rumgeschnippelt. Und da sind ordentlich Netherwarzen bei rumgekommen. Also mehrere Stacks. Und da können wir bald Netherwarzenblöcke machen. Dafür ist ja diese Farm sozusagen da. Die isst ja keiner. Netherwarzen werden ja nicht verzehrt. Also schmecken auch bestimmt nicht so toll. Ich habe noch keine gegessen. Aber schmecken bestimmt, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie gut schmecken. Wirklich nicht. Aber man kann hervorragendes Baumaterial daraus machen, was härter ist als Stein tatsächlich. Okay, sind wir einmal ganz rum? Könnte sein, ne? Springen hier hin und her. Gehen wir mal runter. Gehen wir mal runter. Die Frage ist jetzt, ich baue das jetzt hier mal ab, das Gerüst. Und hier auf der anderen Seite natürlich auch. Katze guckt ganz irritiert, weil hier die ganzen Stufen runterpoltern. Wie sieht's denn aus? Ist hier schon irgendwer auf dem Tanzboden oder irgendwo? Nö, noch keiner, ne? Doch hier. Ja, hier oben sind die Betten. Autsch. Ja, da kannst du nicht hoch. Du dumm. Ja, so geht's, ne? Ja, oder man geht außen rum. Genau. Ist doch gar nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, wie es aussieht. Genau, und dann gehst du so rum. Genau. Und dann so. Muss man hier alles zeigen? Tatsächlich? Genau, und dann hier hoch. Und hier bist du dann in deiner neuen Lehranstalt sozusagen. Ist das nicht klasse? Was ist denn hier los? Warum ploppen hier noch die Gerüstteile rum? Ja, da kannst du nicht hoch. So, jetzt. Meine Herren, diese Lehrer, ne? Nicht fähig zu leben. Wirklich, tatsächlich. Und oh, hier habe ich was vergessen. Er vergaß. Und ich hoffe, die kommen die Gerüste nicht hoch, ne? Ihr könnt doch Gerüste nicht hochgehen, Dorfbewohner, oder? Also, können Lehrer Gerüste auch hochsteigen? Fragt mal eure Lehrer. Ich bin mir sicher, sie können es nicht. So. Oh Gott, wenn ich da runter gucke. Da unten tollen sich die Leute auf den Straßen. Wahrscheinlich können sie es doch. Nö. Die guckt erstmal in die Bücher. Das ist richtig. So machst du das richtig. Lehrer gucken in jeder in sein Fach. Der Lehrer fällt vom Dach. Genau.
Wir sollten hier natürlich noch ein bisschen Beleuchtung schaffen auch, ne? Hier könnte man natürlich mit Laternen was machen. Könnte man. Ist der Zettel abgefallen. Hier könnte man das so machen, dass man sagt, so, so und so. So, so und so. Und hier dann Holz zwischensetzt. Also hier diese Elemente zwischensetzt. Ja, könnte man so machen. Sieht aber doof aus dann, ne? Man könnte aber auch sagen, wartet. So und so. Dann sieht es schon besser aus, oder? Findet ihr nicht auch? Dann könnte man da mit dem Dach anfangen. Wisst ihr? Das so als Dachgrundlage nehmen. Also so und so. Dann oben einmal ganz dicht natürlich. So. Dann hier das Holz hin. Es ist also so eine sehr experimentelle Sache. Die ganze Waldorfschule ist sehr... Ein sehr experimenteller Baustil hat das Ganze einfach. Ne? Ist nichts, was man jeden Tag findet. Auf keinen Fall. So, und hier den wieder. Und hier dann wieder die Halbstufen hin. Ja, müssen wir uns noch welche von bauen. Ach ja, die Werkbank hatte ich ja weggenommen. Wegen Lehrer. Wegen Lehrer. So, dann würde ich sagen, machen wir so. Und machen einfach mal hier den. Haha, habt ihr gedacht, ich mache jetzt alles? Nein, auf keinen Fall. 12 sollte reichen. 12. So, hier könnte man sogar noch eine Halbstufe machen. Da hat man nämlich so einen Durchgang auf dem Balkon. Und hier hat man eine wunderbare Aussicht. Guck mal, da hinten kann man sogar schon Nord am Ei sehen. Den Turm von Nord am Ei. Da hinten das Denkmal, die Kathedrale. Man hat eigentlich zu allen Seiten eine richtig gute Aussicht. Hier das Handel- und Wandelsviertel. Ach, kommt man hier jetzt nicht durch? Das ist ja ein Ding, du. Warum kommt man... Ach, da kommt man nicht raus auf den Balkon dann. Das ist ja nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut. Ja, gut. Man denkt, man kann raus, aber es kann keiner rausgehen. Das ist albern eigentlich. Dann müssen wir das vielleicht noch anders machen. Dann müssen wir das vielleicht noch ein wenig anders gestalten. Wartet mal. So. Weil das wäre ja blöd, wenn man da nicht rauskommt, ne? Dann müssen wir vielleicht das Ganze ein tiefer setzen. Dass wir sagen... Wir machen tatsächlich nur hier... Jenes... Ja, es geht ja nicht, weil dann komme ich hier wieder nicht raus. Das war ja der Sinn der Sache. Wenn ich jetzt hier noch einen hinmache, komme ich jetzt zwar noch raus, also bei Tabletten stehen, komme ich nicht mehr durch. Das war ja der ganze Sinn der Sache. Gut, passt auf. Dann machen wir das noch anders. Dann müssen wir das alles einen höher setzen. Wir müssen hier nämlich die Winkel hin. Das heißt, wir machen es mal hier, wo wir auch wirklich die Herausforderungen haben. Und ich gucke schon wieder auf die Uhr, die Zeit ist schon wieder fast rum. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Leute, das gibt's doch gar nicht. Also im Grunde so und so, ne? So und so. Dann würde man hier noch gut durchkommen. Okay. Ja, dann machen wir es doch einfach so, oder? Was meint ihr? Was meint ihr, wenn wir das jetzt so und so und so machen würden? Ja, doch, das sieht gut aus. Dann machen wir das so. Okay, alles klar. Einverstanden. Machen wir das einfach so. Zack. Mache ich jetzt so Winkel unter, damit wir da das Dach drauf. Das sind dann sozusagen nur die Dachstützen. Ja, ich glaube, da kann ich mit leben. Ja. Doch. So. Als Dachstützen. So, und da wird das Dach dann aufgesetzt. Da wird das Dach dann aufgesetzt. Genauso machen wir es. Dann machen wir hier vorne nämlich noch ein Pröpel hin und da sitzt dann sozusagen der Dachfürst drauf. Ja, der sitzt da oben drauf, der Dachfürst, und lacht sie alle aus, ne? Wir holen noch mal ein paar Betten hoch. Damit wir das auch noch gemacht haben. Und dann beginne ich schon mal mit dem Dach und in der nächsten Folge werdet ihr dann schon das wunderschöne Dach sehen. Weil ich habe schon so viele Dächer gebaut in Minecraft, dass ich das einfach keinem mehr zumuten kann, dass ihr mir ständig beim Dachbau zuguckt. Dann schon mal manchmal so gesagt, ja gut, das ist jetzt wieder eine Folge, wo es nur um Dachbau geht. Ich will noch eins schnell machen.
Und zwar fehlen uns noch 1, 2, 3. Hä? Hä? Ach, war das auch Schneebällen? Aus Rebellen? Hä, man kann doch aus Schneebällen wieder ganze Blöcke machen, oder nicht? War das nicht so? War das nicht so? War das so? Ja. Ah, okay. Und daraus kann man dann wieder... Oh, das ist teurer, als ich dachte. Das ist teurer, als ich dachte, aber immer noch billig genug. Teurer, als ich dachte, aber immer noch billig genug. Okay, das ist, ja, damit kann ich leben. Wir haben hier noch weiße Wolle und haben wir noch graue Farbe. Graue Farbe. Müssten wir eigentlich noch haben. Nee, ich glaube, wir haben keine... Was ist denn los? Wer hat mich da eben angestuppt? Ach, du warst das. Ja, ich wollte noch mal ein paar Betten machen. Weißt du? wir haben keine graue, hellgraue Farbe mehr. Das ist aber dämlich, nämlich. Hier noch hellgraue Farbe? Nee. Ein möglichen Krust, aber keine hellgraue Farbe. Na, ist nicht so schlimm. Dachte der Mann. Ist nicht so schlimm, besorge ich. Besorge hellgraue Farbe. Was ist denn da oben? Springt da einer vom Dach? Warum guckt ihr alle da hoch? Was willst du, Esel? Mein Gott, was ist hier los? Ja, Ingolinde. Ingolinde, was gibt's Neues? Hast du was rausgefunden? Nein. Anscheinend nicht. Ich wollte hier noch den Schnee drauf machen, genau. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Haben wir 2 über? Hier fehlt auch noch einer. 5. Haben wir einen über. Mit einem über kann ich leben. Den kann ich locker über den Zaun werfen. Hups, Vorsicht, Schneeplatte kommt. Naja, die denken bestimmt, ist vom LKW gefallen. Naja. Okay, hier ist schon ein bisschen mehr los. Ich habe nicht so viel Betten dabei, leider. 1, 1, genau. Aber hier kommen auch natürlich noch überall die schönen Betten hin. Und die Schüler werden dann auch kommen, mit Sicherheit. Wenn du erstmal loslegst, ne? Werden auch die Schüler kommen. So, ich habe Pilze. Das ist sehr gut. Ups. Die können wir nämlich auch noch hier zwischenstellen. Einfach bei den Blumen. Weil Pilze sind auch Blumen. Hier fehlen noch die... Ah ja, genau. Da habe ich Else. Wo ist denn die? Ist Else hier irgendwo, sagt mal? Die Else, die ihre Ausbildung als Maurer abgeschlossen hat. Ja, meine Frau hat jetzt auch einen Beruf. Die ist jetzt selbstständig. Die ist jetzt ziemlich Maurer. Ist jetzt ausgebüxt oder was? Ja, auf jeden Fall habe ich von der hier die ganzen Steine gehandelt. Wo sind sie? Hier hinten. Da ganz viele Steine habe ich erhandelt von Else. Die hat die mir verkauft. Für teures Geld natürlich, klar, Logo. Wie Maurer halt sind. Und da kann man Blümpötter davon machen. Ja, 1, 2, 3. Und dann bleibt natürlich ein Stein bleibt immer über. Ein Stein ist immer da. Da, der hier. Aber ist kein Problem. Ich hatte doch noch graue Farbe, Freunde. Ich habe hier noch Schwarzpulver. Nee, da kann ich... ich hatte noch graue Farbe. Ich bin mir ganz sicher. Wahrscheinlich habt ihr sie jetzt auch schon gesehen in irgendeiner Kiste. Und sagt, mein Gott, ist der blind. Mein Gott, ist der blind. Da war doch graue Farbe. Ich habe nämlich hier die Blumenpötte gemacht. Die habe ich immer hier oben so draufgestellt. Dann kann man wunderbar Blumen reinmachen. Und dann freuen sich auch die Dorfbewohner. Die Stereoanlage müssen wir natürlich auch noch aufbauen. Das ist klar. Da kommen wir nicht drum rum. Die muss auch noch aufgebaut werden. Und wir müssen aus den geplatzten Chorusfrüchten dann noch... also hier ziehen wir hier einmal rum. Ne? Wo die Musikbox hinkommt, weiß ich noch nicht so richtig. Die könnte man natürlich irgendwo hier im Treppenbereich hinstellen. Oder man stellt sie irgendwo oben drauf. Hm, die stand, glaube ich, immer genau da, wo sie jetzt gerade steht, ne? Vielleicht sollten wir sie einfach da stehen lassen. Und einfach noch ein bisschen verschickern. Verschikanieren. Oh nein, ist die Platte rausgekommen. Wenn ich die jetzt reinlege, dann kommt wieder laute Musik. Ich packe die erstmal hier hin. Und hier aus den... Ich gehe mal nochmal hoch. Einmal gehen wir noch kurz hoch. Damit ihr auch wisst, wie es jetzt weitergeht. Sind hier schon... Die Katze ist da. Die Katze und eine Lehrerin. Das ist ein bisschen wenig. Das ist echt ein bisschen wenig. Wahrscheinlich wird es ja auch abends noch zu dunkel. Müssen wir ein paar Fackeln oder Lampen aufhängen oder sowas. Lampen natürlich, wahrscheinlich. Wenn wir hier so Lampen hängen, das würde sich doch gut machen. Hier immer an die Pfosten so Lampen. Und dann kommt hier ein Dach drauf. Und dann sieht das Ganze auch schick aus. Würde ich sagen, dass wir da erstmal bei bleiben und ich mache hier die Betten fertig und so und dann könnt ihr beim nächsten Mal, also übermorgen, das sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Jetzt kommt man hier auch wieder raus, das ist auch sehr schön.
Und mit diesem wunderbaren Ausblick hier über das verschlafene, verträumte Hundsgrab sage ich, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, euer Opa Zeron.